mit dem 10, ich hab noch so viel vor mir. Und der Gravitron. Alle 20 Minuten sterbe ich im Gravitron. Nein, ich bin voll rein. Erstmal irgendwo reinspringen, das passt dann schon. Und ein bisschen weiter nach links langsam, weil jetzt bald irgendwann die Sänger von rechts kommen. Und dann kommen sie aus beiden Richtungen. Ich werde aus allen Richtungen angegriffen. Fuck. Da wusste ich nicht mehr, wo ich noch durch soll. Nein! Fuck. War da oben wieder was? Jetzt aber weiter nach links. Weil dann kommen jetzt gleich nämlich die Sachen von rechts und. Ach! Nein! Auf zu sterben. Oh, danke. Ah, ich hätte links rum gemisst, das wäre schneller gewesen. Ah nein, was tue ich denn? Ach, was tue ich denn? Wow, da ging, was weiß ich, 10 Sekunden verloren. Ah, geil. Runter. Nein. Nein. Runter wollen wir noch und jetzt wieder hoch. Was zur? Nein, nein denn. Was mache ich denn? Zeit wegwerfen, das mache ich. Egal wie gut es läuft, ich finde immer einen Weg, jetzt auch mal richtig Zeit wegzuwerfen. Hmph.
38, das kann ja nicht sein, weil. Nee, also irgendwas stimmt mit der Zeitrechnung nicht. Wenn ich jetzt noch 4 Minuten drauf rechne, wäre ich ja nee. Hierfür brauche ich weniger als 3 Minuten. Alter. Ich mache katastrophal irgendwas falsch. Also, was ich tun werde, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Dabei ist, aber vor allem sind 16 Minuten, ne? Das klingt schon eher nach einer realistischen Zeit. Ach, komm schon! Teile. Ja, richtig. Hier habe ich. Nein! Ach, komm schon. Oh, der Scheiße. Ach, komm! Einzel mal zwei. Ja, deine Zeitrechnung stimmt nicht ganz. Üb das nochmal. Bis 13 Sekunden zu langsam. So ein bisschen üben, wenn es Speedrunner werden will. Komm schon, jetzt nochmal. Es ist Zeit, neue, komm. Ach. Ich krieg nicht mal den Start richtig hin. Ah, das ist deprimiert. Sag mal! Dann ohne Intro, meinst du? Vielleicht kannst du auch keine Uhr bedienen. Will ja Halo Speedrun, kann aber nicht mal eine Uhr bedienen. Halo in Ingame-Zeit oder? Oder die Selbstdrucke. Hm.
Nein! Das kostet halt so viel Zeit. Selbst stoppen. Ich könnte eine Stoppuhr benutzen, die mit einblenden, sie irgendwo hinschieben. Wo sie mich stört und dann einfach. Gut, die werde ich dann nicht im Spiel. Wobei, wenn ich ein. Mal gucken. Halo kann ich dann die ganzen Tastatur benutzen, weil das würde ich nicht mit Gamepad speedrunnen. Ganz sicher nicht. Was? Ach, manchmal springt er einfach. Weil irgendwie die Tasten sich verhaken. Keine Ahnung. Und ich kann das ja leider nicht entfernen. Dass ich nur mit einer Taste flippe. Was sagt denn die Uhr? Letzter Run, sagt die Uhr, würde ich sagen, weil. Ganz ehrlich, nach den 8,5 Stunden von gestern. Weil ich ihn heute noch mal so 3 Stunden macht. Manchmal einfach nur 3 Stunden machen, ne? Ist wie 6. Manchmal reicht es auch nur 3 Stunden. Nein, 6. Ja. Ich hab doch geflippt. Komm schon. So flippe er. Sonst flippe ich aus. Mama! Komm schon, jetzt aber. Jetzt machen wir die 18:59. Einfach, wenn ich sagen kann, ich habe es unter 19 Minuten geschafft. Viel Tod habe ich beim letzten Mal immer noch über 40, ne? Einfach mal 20 Tode haben, das wäre cool. Einfach mal im Gravitron keine Tode haben. Das wäre auch Hammer. Hallo Auto, tschüss Auto. Da stand irgendein Text, den ich schon gar nicht mehr lese. Nicht, dass ich den vorher gelesen habe. Na, ist doch schon noch besser. Langweilig, ich schlaf gleich ein. Überhaupt keine Herausforderung das Spiel. Verstehe nicht, wie man hier 1000 Tode sterben kann. Ich bin geflippt. Aber ich finde, das Spiel lässt sich sehr gut speedrunnen. Das hat halt auch alles. Hat man irgendwie bei Ingame-Zeit. Das ist nicht zu lang. Das ist unglaublich frustrierend und beschissen. Aber die Musik ist gut.
viel zu viele Stacheln. Und man kann seine Tasten nicht neu belegen. Oder die Belegung nicht entfernen. Weil... Nein! Fuck! Ah, was? Ah, und da geht die Zeit wieder weg. Einfach, wo bleib ich denn da jetzt stehen? Bin ich blöd. Nicht stehen bleiben. Stehen bleiben ist Gift. Der Flor für das Lava. Und wenn wir stehen bleiben, gehen wir unter. Und jetzt ein harter Sprung. Wir können doch oben drüber, ne? Okay. Jetzt kann ich bouncen. Ich könnte Brüste zum Bouncen, verdammt. Ach, komm schon! Ja, und da gehen die 18 Minuten dahin. Das Problem ist nicht das Spiel, das ist relativ easy. Das Problem ist das Speedrunnen. Mein Spiel kann man mit viel Geduld schaffen, das habe ich beim ersten Mal auch, da hatte ich irgendwie, ich glaube, über 1000 Tode. Aber das ist irrelevant. Der Tod ist irrelevant. Problem ist, das ist eine gute Zeit zu schaffen. Unterwegs mal meine Bestzeit zu schlagen, aber das will nicht. Das will einfach nicht gelingen. Ich weiß immer noch nicht, was ich lesen soll. Das Spiel sagt es mir nicht. Macht mich wahnsinnig. Sagt mir ständig, ich soll lesen. Okay. Ich bin noch gestorben, obwohl ich schon im nächsten Screen war. Alles klar, Spiel. Was immer du sagst. Was immer du sagst, wird schon nicht hier sein. Ich muss ja auf der Seite schon runter. Das wird das ja nichts so. Nicht lange warten immer. So funktioniert das heute mal. Das würde nur mal einen Haufen Zeit sparen. Ja, es funktioniert. Checkpoint aktivieren tun wir gar nicht erst. Ich weiß doch nicht, wieder schon der nächste. Den Checkpoint brauchen wir auch nicht. Kostet Zeit. In der Plattformraum habe ich jetzt locker 10 Sekunden gespart, wie ist das denn sonst? Hallo Auto. Tschüss Auto. Ja, manchmal flippt er einfach, ohne dass ich was drücke. Das ist geil. Ich habe das Gefühl, dass die Mechanik im Ding, im Controller so ein bisschen scheiße irgendwo ist. Der Finger wollte nur wieder seinen Ramsch loswerden. Problem ist, das habe ich in der ersten Ding bei den Stacheln da. Also, das soll ich anders formulieren, die sind überall Stacheln. Da wo nur Stacheln sind. Lief nicht so gut. Follow me! Ich weiß nicht, was ich tue, aber follow me.
ein gezielter Sprung schaffe ich den Checkpoint nicht zu aktivieren. Ich hätte den Checkpoint aber gerne. Ah, fuck it. Na egal, er ist nicht gestorben. Das ist schon mal etwas.